Und Leute, werden sie diese Prüfung schaffen bei Shadow Hearts Covenant, die 3? Hühnerlila. Wir werden euch, glaube ich, jetzt mal ein bisschen kaputt hauen. Erstmal richtig schön auf die Omme für euch. So. Kurando, sofort Jutin Doji rausholen hier. Bam. Das ist eine Seele, Leute. Das ist eine Seele. Oh, ich habe vergessen, ihm den Ring rauszunehmen. Himmelbeben. Ich möchte das einfach mal gleich... Ne, das werde ich nicht präsentieren. Klassenloser Sonderschaden geht auch auf einen. Klassenloses Sonderschäden eines Verbündeten. Nein, das will ich auch nicht. Okay, Leute. Ich muss wohl doch mal ein bisschen mit den Skills arbeiten. Ich möchte mal das Himmelbeben präsentieren. Obwohl, nee, lieber nicht. Alles klar. Dann werde ich versuchen, trotzdem nochmal anzugreifen. Weil er hat ja noch diesen Ring drin. Oh, ich treffe sie vielleicht sogar noch. Yay. Bam. Bam. Ja, er kann das, Leute. Okay, Joachim ist wieder Joachim. Murkoma, das war die schwächste Form, glaube ich. Und die dürften wir auch jetzt ein bisschen angreifen. Yes. Bounce. Geppetto, was machst du denn jetzt mal? Wir haben Anbruch noch nicht gesehen. Und Murkmasala kriegt jetzt den Anbruch ab. Das ist der ultimative Zauber. Und vielleicht erkennen ihn einige von euch dann wieder. Oh Mann. Ich weiß, wo manche hingucken. Nein, ich schau da nicht hin. Leute, richtig. Alle, die es sich gedacht haben, es ist Advent aus Shadow Hearts 1. Ein sehr, sehr, sehr guter Zauber. So, ja, die erhöhen ihre Fährte. Das stört mich aber nicht. Hier, Murkmasala, du bist gerade ausgewichen. Du kriegst sie jetzt. Von uns. Jutin Doji! Nochmal. Jutin Doji! Bam! Der Höhlenmensch. Sehr gut, wie er das macht. Das gefällt mir immer wieder. Das gefällt mir immer wieder hier. Wenn er zuschlägt. Immer wieder gut. Ah, ist das schön. Jetzt kommen wir auch drei Seelen. Ja. Des Weiteren müssen wir jetzt ganz normal halt weiterkämpfen. Mein Gott. Okay, wer ist der Nächste? Auf geht's. Hep. Level 8? Oh Mann, wenn das wirklich so weitergeht, dann dauert das. Gluck, gluck! Lernen Sie die Zickrème de la Crème, Vogelmänner, kennen. Hühni-Union. Wie steht's damit? Hühnerkopf, gluck. Oder ich werde es so machen, ich werde einfach dieses Glug nicht mehr vorlesen. Ich weiß auch nicht, was die sich daraus für einen Spaß machen. Jutin Doji, leiste gute Dienste, bleibt dabei. Okay. Wer ist der Erste? Murkoma, der kriegt es erstmal wieder. Der muss irgendwie mal als Erster bei mir leiden, habe ich das Gefühl. Bam. Bam. Genau so. Joachim. Murkmasala ist fällig, hast du gesagt. Mal schauen, ob du auch triffst mit deinem fällig. Naja, er überlebt es. Mal schauen, ob wir mit Anbruch alle treffen können. Nein, können wir nicht. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Oh, er hat alle Fähigkeiten, alle guten Zauber, die ich eventuell brauchen könnte. Okay, Anbruch. Wir machen nochmal Anbruch auf Murkmasala, den Abseitsstehenden. Und diesmal perfekt. Jawohl. Mal schauen, was das jetzt für einen Schaden gibt. Oh, Leute. Nein, schaut nicht hin. So. Direkt vors Auge geholt und kaputt. 393 Schaden. Wenn es perfekt trifft. Fata Morgana. Naja. Okay. Und wir treffen wieder die Flächen. Bam. Ja, das ist Schaden. So muss das sein. Oh Mann, ich glaube, ich muss das nächste Mal erstmal anfangen, Kurando umzurüsten, bevor ich ihn in die Gruppe reinhole. Okay, wer ist der Nächste? Auf geht's. Wieder drei Stück. Oh Mann. Also, langsam können wir auch mal andere Gegner schicken.
Hühniadler, Hühnihai, Hühnipanther. Die drei scharfen Zutaten zum Hühnervulkan. Ihr wollt der Hühnervulkan sein. Naja. Bäm. Ja, Jutin Doji, du machst das wie immer gut. Du bleibst dabei. Oh Mann. Ja, Madras. Madras kriegt sie. Wer war das mit den frechen Sprüchen? Der kriegt sie jetzt. Boom. Kavum, kavum. Das war's für ihn. Ja, Murkoma, das war der Schwächste von ihnen. Und der kriegt jetzt auch wieder Angriffe ab. Bäm, bäm, bäm. Kavum. Zusch. Hat er überlebt? Und er ist jetzt dran? Er macht Abschirm. Er erhöht seine physische Verteidigung. Und er lässt Geppetto angreifen. Haha. Ging daneben. Haha. Haha. Und jetzt darf die gute kleine Alice-Puppe mal angreifen. Was haltet ihr davon? Zack. Sehr schön. Und Murkmasala. Jetzt bist du fällig, mein Freund. So, alle fünf Flächen. Eins, zwei, drei. Ich liebe es, wenn meine Pläne aufgehen. Oh Mann. Seelen für nichts. Okay, wer ist der Nächste? Oh, jetzt ist es nur einer. Jetzt ist es wieder Joachim alleine gefragt. Oha, es kommen jetzt andere Gegnerformen. Morg Vindaloo. Nicht schlecht. Sie sind jetzt Assistant Manager des Festivalkomitees. Mal sehen, was sie wirklich können. Können sie die Hitze nicht ertragen? Sollten sie nicht würzig starten? Ich kratze mich gerade am Kopf, was das sollte. War ihr Quatsch. Naja. Morg Vindaloo. So. Hey, der weicht aus. Das gefällt mir nicht. Bäm. Vor allem dem ersten Angriff darf er nicht ausweichen. Sturm. Ach so. Er erhöht seine Action Speed. Der ist jetzt schneller als wir. Und der macht sogar ein bisschen Schaden. Sollte aber nicht das Problem sein. Den können wir trotzdem weghauen. Oh Mann. Bäm, bäm. Sehr schön. Hat gut geklappt. Sehr gut sogar. Wie ich finde. Leute, schaut euch das an. Ich kann jetzt nämlich hier weitermachen oder mal eine Weile runterschalten, nämlich runterspringen wieder. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Zwischenschnitt geschafft. Kann von da aus dann weitermachen, glaube ich. Ja, ich kann von da aus dann weitermachen. Das heißt, das war der kleine Einblick. Ich werde jetzt ein paar Vorbereitungen treffen, Leute. Nach den Vorbereitungen sehen wir uns dann wieder bei Shadow Hearts Covenant. Keine Sorge, ich laufe nicht weit weg. Bis gleich. Leute, kleiner Zwischenbericht. Ich war in der Kathedrale. Einige von euch können sich vielleicht denken, was ich dort gemacht habe. Wenn man mein Geld ansieht, sieht man das. Ich habe ein bisschen was an Trefferflächen gekauft. Und das werde ich jetzt ein bisschen verteilen. Ich werde mal die Fläche ein bisschen breiter machen hier. So, sehr breite Fläche. Sehr breite Fläche. Ich werde nämlich Joachims Flächen ein bisschen erweitern. Das hat schon eine Bewandtnis, warum ich das tue. Ja, ich habe nämlich was vor. So. Alle Flächen verteilt. Ihr seht jetzt, wie groß der Ring ist. Das dürfte passen. ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Und wir gehen weiter zurück in den Ort. Ich habe mal eben kurz ein Gemütsauge ausgerüstet für den guten Joachim. Das heißt, er macht jetzt gut Schaden. Hihihi. Und wir wissen jetzt, wie groß seine Flächen sind. Kein Hühneressen mehr. Ja, wissen wir. Es gibt aber anderes. Tag Team. Und zwar mit... mit Yuri. So, Yuri darf auch mal mitmachen. Auch wenn er das, glaube ich, nicht will. Wasser, Brot, die Curry-Ninja brennen, der Curry-Ninja brennt. Oink, oink, lernen Sie den Schweine-Masala-Lauf kennen. Ich lasse das unkommentiert. So. Fusionieren wir? Nö, wir fusionieren nicht. Das geht eigentlich, glaube ich, auch so. Obwohl, ne, wir fusionieren mal, wir gehen auf Nummer sicher. Neo-Amon.
Guck mal in dem Battle. So. Wir kombinieren jetzt sogar. Ghost Korma ist der schwächere von beiden. Das weiß ich. Und ich drücke die Kombo-Taste. Schön. Bam. Fund, er ist versteinert. Oh nö, jetzt kann Joachim noch nicht mehr seine Power ausspielen. Ach toll. Das war jetzt das Problem. Ich muss immer aufpassen, wo ich drücke bei ihm. Denn es kann sein, dass ich die Flächen doppelt treffe. Macht aber nichts. Bam, 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 bam. Fund. Okay, Joachim, mach mal weiter. Und wir haben alle Flächen getroffen. Ist das schön. Ich muss mir das ungefähr so merken mit den Ringknöpfen drucken. Dann macht das nämlich auch Sinn, die Punkte so zu verteilen. Ja, Geld natürlich jetzt nicht allzu viel. So, ich weiß auch jetzt gar nicht, ob ich das Geld noch irgendwie brauche für irgendwas. Ich glaube nicht erstmal. So, wunderbar. Turm des Heiligen Rings, Level 12. Passt doch alles. Ah, ist das schön. So, ist es ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, der wandernde Ghost. Superschwein. Oink, oink. Ach so. Ja, ja, jetzt weiß ich ungefähr wieder, wie die eingeteilt sind. Neo-Amon bitte einmal. Danke. Warum sollten wir es nicht ausnutzen, dass wir uns fusionieren können? So. Korma und Madras. Ja, Korma. Er kriegt's auf die Arme mit dem Combo. Bam, bam. Fund. Oh, der ist wieder versteinert. Okay. Höp, 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 höp. Jawohl. Ach, ist das schön. Ey. So nicht. Hat der jetzt. Das hat er jetzt gerade nicht gemacht. Dieser Typ, oder? Das hat er jetzt nicht gemacht. Mann, 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 das gibt's doch nicht. So. Ach ja, und nochmal ein nett gemeinter Hinweis, ein weiteres Mal. Ich dachte, jetzt hatte ich mal eine Zeit lang Ruhe. Bitte, unterlasst das Spoilern untereinander. Ich habe jetzt vor kurzem mal wieder ein Video hochgeladen von Shadow Hearts Covenant und dann wieder einen Spoiler drunter gehabt. Diese Person habe ich jetzt erstmal mit einer PN versehen. Die soll doch bitte das Spoilern lassen, weil ich weiß, dass sehr viele Zuschauer dieses Projekts das Spiel noch nicht so gut kennen und somit auch noch einige Fundorte nicht kennen. Zumal ich das ja selber noch erkläre, wo die Gegenstände zu finden sind. Ja? Und es scheint wohl ein Zuschauer zu sein, der noch nicht das ganze Projekt kennt, denn dann hätte er gesehen, dass sie noch schon jemand einen Gegenstand davor vergessen hätte. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Halten Sie mit dem Traber mit? Menschliche Curry-Angreifer. Human Curry Attackers, okay. Ja. Sag ich mal jetzt nichts zu. Neo Amon, komm mal raus. Vor allem Neo Amon hat jetzt schon einen Wert von 99, Leute. Das ist schon beachtlich. Ja, hier, Ghost Madras. Bam, bam. Und wir kombinieren wieder. Oh Mann, ich denke, er wird ihn wieder versteinern. Ja, habe ich doch gewusst. Habe ich doch gewusst, habe ich das. Aber woher wusste ich das nur? Woher wusste ich das nur? Bam. Hehe. Guten Schaden. Ey, du hast einmal daneben geschlagen. Dann musst du mich nicht mit deinem Curry auf dem Kopf angreifen. Perfekter Ring. Haha. Bam, bam, bam. Toll. Das waren sie. Jetzt haben wir schon 25 Seelen. Nur durch so eine Kacke. Naja. Wer ist der Nächste? Hep. Wieder Triple Tag Team? Jawohl. Level 14. Oh Mann, Leute. Ich hasse diesen Ort. Jetzt kommen Dreierteams. Oink. Wie dieses Dreierteam aussehen wird, das sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Shadow Hearts Covenant. Bis dahin sprach der Raven halt nimmer mehr.